Du hast die Möglichkeit der Flucht. Zumindest. Moment, das... Nicht haben. Du hast... Ja, nein, okay, bitte. Nee, erzähl weiter. Nee, also du hast die Möglichkeit, dich zu arrangieren. Nach Behördenauskunft war dies eine politische Verfolgung. Des Weiteren wurde bei den nachfolgenden Übergriffen auf Herrn Weber und seine Familie von den staatlichen Organen geäußert, dass sie deutsche Beamte dafür da sind, Deutschen Gewalt anzutun. '93 bin ich in Neuss, wie in der Reichskristallnacht, Sie kennen dieses Bild, wo man den Juden ein Schild mit Wucherjude um den Hals gehängt hat und durchs Städtchen getrieben hat. Bin ich in Neuss 1993 öffentlich auf dem Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss und der Kreispolizei in Neuss auf dem Marktplatz ausgestellt worden. Man hat eine beispiellose Diffamierungskampagne lanciert, die in der Plakatwand-Lynch-Aktion auf dem Marktplatz ihren bis dahin gehenden Höhepunkt fand. Wobei ich natürlicherweise kein Wucherer war, sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Täter, nämlich der Stadt, war. Herr Sahn, der gerade als Lokalpolitiker für den Landtag sich zu profilieren suchte und bis heute als Schützer der Mieter sich aufspielt, kam diese beispiellose von Seiten der Täter lancierte Medienkampagne sehr gelegen. Aber selbst wenn ich es gewesen wäre, ein Miethai-Wucherer, hätte diese Maßnahme des öffentlichen Ausstellens und des sippenmäßigen, totalen und existenziellen Vernichtens einer ganzen Familie und des Umfeldes wäre nicht gerechtfertigt gewesen. Wer Menschen lyncht oder Lynchjustiz für rechtsstaatlich erklärt, stellt sich außerhalb der zivilisierten Gesellschaft. In Neuss wurde die Reichskristallnacht 1993 gefeiert. Niederrheinische Traditionspflege zum Schützenfest. Diese Vernichtungskampagne haben Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Reichstages und des Girardet-Verlages mitzuverantworten bzw. zu verantworten. Dies ist durch nichts zu rechtfertigen. Menschen wurden öffentlich auf dem Neusser Marktplatz als Wucherjuden verleumdet und ausgestellt. Es geht bei dem Hintergrund um Menschenrechtsverbrechen. Hier die Strafanzeige, die von der Staatsanwaltschaft eingestuft wurde als Strafanzeige gegen Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Kreispolizei Neuss, Stadt Neuss und Staatsschutz wegen Verbrechen gegen die Menschenwürde. Dies ist die Plakatwand, wo ich ausgestellt wurde als Miethai-Wucherer. Dies sind die Landgerichts- und Amtsgerichtsaktenzeichen und die Links dazu für eine einstweilige Verfügung, um diese Lynchkampagne zu stoppen. Indem ich mich unterwerfe und komplett... weg, alles schützen, Brüder, von den Bürgerschützen Neuss. Berthold Matthias Reinhardt, Doktor, Jurist seines Zeichens.
Bürgermeister, Mitglied des Reichstages. Zur Traditionspflege darf man ein bisschen lynchen. Dr. Bernhard Wimmer, Stadtdirektor, CDU, Jurist beim Bundesinnenministerium und auch ein Schützenbruder. Klaus-Dieter Salomon, der zunächst Staatsanwalt in Köln, danach Justiziar im Landtag war, Oberkreisdirektor und Anwalt. Schwerpunkt Strafrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht, Familienrecht. Schützenbruder, CDU, alles CDU. Peter Söndgen, CDU, die heiligen Christen, die Heuchler, Sozialdezernent, Söndgen. Heinz Lahn, Lehrer, koordinierte seitens der CDU im Stadt- und im Kreisebene die ganzen Maßnahmen mit seinen Parteikumpels und allen weiteren sonstigen, alles Bürgerschützen. Vertreter des Mieterbundes, Neuss, Assessor Friedrichs, CDU. Und immer gedeckt durch die Staatsanwaltschaft, SS-Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Stadtschutz, von quasi Anfang an, Staatsanwalt Schwarz und ähnliches. Ja, das ist der Kern der ganzen Angelegenheit. Wie? Indem ich mich unterwerfe und komplett ficken lasse? Also, ihr hättet den Körper nicht niemals etwas angetan, wenn ihr sagt, oh gut, scheiße, ist schief gelaufen. Mir ist Unrecht getan. Okay, wie wir hier sehen, wurden meine Hilfe ersuchen. Und mein Ersuchen um Schutz vor dieser Lynchjustiz willkürlich im öffentlichen Interesse abgebügelt von der Staatsanwaltschaft, von der SS-Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Wir können hier die Aktenzeichen einsehen und nachdem anfängliche Strafanzeigen sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft nichts gebracht haben, habe ich mich an, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt gewandt. Hier haben wir